Hi, wir sind heute am Campus Rütli in der Manege. Bei mir ist Osman Tekin, der ist der Einrichtungsleiter. Was macht ihr hier in der Manege eigentlich? Genau, wir sind ein Kinder-Jugendzentrum. Wir sind geöffnet von Montag bis Samstag zwischen 16 bis 21 Uhr. Schwerpunkt unserer Arbeit ist Partizipation. Das heißt, wir lassen sehr, sehr viele Kinder mitbestimmen, welches Programm hier stattfindet. Wir haben einen eigenen Kinder- und Jugendparlament. Das heißt, wir haben hier Projekte wie zum Beispiel eine Nähwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Elektromobilitätswerkstatt. Dann machen wir Theater mit den Kindern, versuchen jeden Freitag eine coole Ausflüge mit denen zu machen und versuchen halt den Nachmittag mit denen cool zu gestalten. Und eure Erfahrung, was macht es mit Kindern, wenn sie zu Hause in Armut aufwachsen? Was sind die Hauptprobleme für diese Kinder? Große Probleme sind halt einmal die Wohnsituation. Wir merken halt ganz oft, dass viele Kinder sich ein Zimmer teilen müssen. Das heißt, es sind irgendwie 5, 6, 7, 8 Geschwister, die dann wirklich in einem Zimmer leben müssen. Viele sind gerade von der Mieterhöhung irgendwie bedroht, irgendwie, dass sie auch irgendwie die Wohnung verlassen müssen. Und genau, das sind halt ganz große Schwierigkeiten gerade. Und wir hoffen halt, also was unser Wunsch halt immer ist, wirklich, dass einfach Kids wirklich die Möglichkeit haben, irgendwie auch ein eigenes Zimmer zu haben, was gerade auch bei der Wohnlage hier gerade wirklich auch ein bisschen utopisch ist, dass man aber da auf jeden Fall als Politik irgendwas machen muss in die Richtung. Das heißt, Wohnsituation verbessern ist quasi eine Hauptforderung, die ihr hättet. Habt ihr noch andere Forderungen an die Politik? Eine andere Forderung ist, dass wir halt immer wieder, also ich bin einer, der irgendwie in einem Jugendzentrum aufgewachsen ist, der sehr viel Zeit da verbracht hat und weiß, wie wichtig die Arbeit in Kinder- und Jugendzentren sind, aber die sind halt wirklich marode, irgendwie gerade was irgendwie die Häuser irgendwie angeht und die Finanzierung sind wirklich sehr, sehr wenig von den ganzen Häusern, dass die Finanzierung wirklich besser ausgestattet sind, die Häuser besser ausgestattet sind, mehr Pädagogen eingestellt werden in den Einrichtungen. Dann haben auch die Kids viel, viel mehr davon und man kann halt viel, viel coolere Sachen mit den Kids dann machen. Ja, super. Vielen, vielen Dank.